Hallo liebe Leute, willkommen zu einem neuen Video Hallo. mit dem guten Daniel und diesem komischen Oscar hier. Hi. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. So, da sind wir drin in der Runde. Okay, jeder kriegt zwei Minen. Ich krieg die links oben und rechts unten. Also ganz links und Achso. Das heißt, ich habe unten oben in der Mitte nehme ich und oben rechts. Also das heißt, ich habe unten in der Mitte und unten rechts. Ja. Minen werden nicht angegriffen. Wir haben da ein paar Regeln, also, weil uns fuckt das allgemein ab. Ich kann nicht versichern, dass es auch immer so bleibt, was? Peter. Weiß man, könnte halt Arschloch machen, Bomber bauen, einfach jetzt Basis angreifen. Ja, sollen wir auch machen, ab welcher Textstufe erst wir angreifen? Ich würde 3 sagen, weil dann habe ich meine schönen kleinen. Warum nicht, wenn wir einfach die Base fertig gebaut haben? Ja, können wir auch machen. Oder? Keine Ahnung. Oder ab eine bestimmte Geldsumme, was? Oder wir können es auch machen, bis Crystal Games kein UFO mehr ist. Geht aber lange dann. Nichts. Machen wir doch einfach dann. Wurde jetzt überhaupt die Höllenmaschine schon verlost? Höllenmaschine? Ja. Die wurde schon lange verlost. Dieses Jahr. Hey, ja. Warum hab ich davon an Kevin 555 oder so. Hey, warum hab ich davon nichts mitbekommen? Ich hab davon einfach nichts mitbekommen. Was willst du mit der Höllenmaschine? Cooler PC. Als ob wir. Ja, okay, meine Basis ist auch schon aufgeregt, schon lange. Ja, Geschütze müsst ihr eigentlich gar nicht bauen bei eurem Gebiet, die werden eh nicht angegriffen, also. Wenn man kein Geld für Tech 3 hat. Oh, jetzt habe ich. Scheiße. Wie viel hast du? Noch nicht genug. Ich hab 1000 jetzt erst. Hey, was hast du gebaut, Junge? Geschütz neben dir. No. Ein bisschen Abstand. Geldsabstand. Ah, oh, wenig das Geld abgebaut. Was? Der Asteroidenfeld ist doch bei jedem gleich um die Ecke, oder? Ja, ist eigentlich in der Mitte. Hä? Oh. Der greift schon an. Warte, wer wird angegriffen? Was? Ich greif dich an, ich guck mich nur um. Auf zum Volk, Alter, friss meine Bastroiden. Warum schießt meine Basis auf dich? Das ist kein Angriff. Ich guck mich nur um mit meinem kleinen Punkt. Ja, genau. Das würde ich auch sagen, wenn ich du wäre. Würde ich auch sagen. Ja, hier ist der nächste. Ah! Nein! Hör auf! Geh weg! Geh weg mit deinem Gegner! Jetzt kannst du herkommen, wenn du willst. Nee, jetzt will ich nicht mehr. Wie schnell gehen denn die Schiffe denn hier fertig? Hä? Wie schnell sind denn die Schiffe denn fertig? Komm, Braun. Dauert ein bisschen lang noch nicht. Aha! Ja. Wie er sich die Sensoranlage sich schnappt. Wer hat die? Ja, in der Mitte. Bei den Asteroiden ist eine Sensoranlage. Er hat sie sich geschnappt. Yes, Commander. Also ab. Ja. Im Asteroidenfeld? Ja. Zerstöre mal. Ja. Greif schön an, Alter. Bei meinem Bastroid. Oh, schön. Ja, du weißt, die sind schon lang verpufft. Wie viele Jägereinheiten schickst du da hin, du Idiot? Digga, ich will das beobachten. Obwohl, nee, können wir es so machen, dass hier André die Dings bekommt, damit er alles beobachten kann. Muss er ja. Weg.
Andere, geh in die Mitte und hol dir die Sensorlage. Ja. Du brauchst das noch nicht, du brauchst das noch nicht mal zerstören, du kannst das einfach einnehmen. Also flieg einfach drum rum und versuch, dass der Jäger das nicht zerstört. In der Mitte. Andre hat halt den Vorteil, er hat Boba Fett. Ich finde ihn aber irgendwie nicht so cool. Also das. Was? Ja, und warum greift das an? Die Rebellen mit der Jägereinheit. Flieg da einfach drum. Wenn die Rebellen mit, keine Ahnung, 50 Jägereinheiten herkommen, Boba braucht nur seine Plasmabombe dazu platzieren und die sind alle weg. Boba Fett ist der, finde ich, einer der Besten. Hä, der nimmt das noch nie mal ein. Er muss einfach in die Mitte reingehen. Ich kann ja auch mitkommen. Also jetzt. I'm coming home. Hi. In der Ernst? Ja, ja, mein Ernst. Also. Als ob ich das mit zwei Jägern hinkrieg, Alter. Ja, immer. Decoding Transmission. Dum, 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 dum. Das heißt nichts Gutes, Oscar macht irgendwas. Wieso? Ja, ja, genau, die schöne Musik doch draus war. Schreibt wahrscheinlich seine kleinen Bomber-Dinger jetzt. Nee, da kommt mit der Flotte an, die in Episode 6 da war. Nein! Hätte man Jäger kaputt gemacht in der Mitte. Moin. Voll gemein. Aber vom Konsortium, die Bomber sind übelst OP. No. Weil die haben die stärksten Bomber, glaube ich sogar. Na, ich weiß nicht, ob die Inter. Ob die. Und welches Tech-Level seid ihr schon? So sehe ich doch nochmal. Das siehst du, welches du noch upgraden kannst. Also wenn da 4 Plus steht, kannst du noch auf Tag Stufe 4 upgraden. Ich upgrade gerade hier auf die 4. War das nicht 5 gewesen auch noch? Ja, 5 ist das höchste. Was ich einfach nur blöd finde. Man kann ja diese Erweiterung ja hier wie, hier Stahl und so weiter, dass die Geschütze und so weiter werden, besser sind. Ja, die Upgrades kannst du auch haben. Ja, aber dann, wenn man ja die Basis ja upgraden will, das wird dann da geupgradet, wo dann die Schiffe geupgradet werden. Also wo man die Schiffe ja erstellen kann. Die meisten Dinger sind auch nur für die Basis-Upgrade. Also das sind nicht für die Schiffe, die Upgrades. Nee, ich meine jetzt hier, die Upgrades, die man ja durchführen kann. Die werden ja bei Blau durchgeführt. Aber die Basis wird bei Rot noch durchgeführt. Dort, wo ja auch die Schiffe und so weiter erstellt werden. Achso, ja. Raus! Wow. Schon wieder ist er in der Aufnahmeplatz. Alter. Der greift mich. Okay, Daniel ist Stufe 3. Was? Ah, ich geh grad auf. Willst du mich über deinen Jägern verpissen vielleicht? Wer greift mich denn hier an, ey? Ich hab dich nicht angegriffen, das war ein Erkundungsflug. Okay, bei dir glaube ich, aber bei Daniel gerade. Was ist da Erkundungsflug? Was ja genau, mit 4 Schiffe! Direkt! Ey, deine scheiß Geschütze, Daniel! Ich erkunde nur dein Schildgenerator, keine Angst! Ach so! Dass sonst nichts ist? Komm, schnell, der ist gleich kaputt! Ja! Ja! Der ist kaputt, ja! Der Schildgenerator zerstört! Weg hier! Oh, schade. Er hat alle mal Jäger. Ich hoffe mal, dass du so eine Taktik nicht bei mir abziehst. Was? Warum? Ich bin einfach jetzt nur mit 4 Bomberstaffeln rübergeflogen und in jeder Bomberstaffel sind nur 3 Bomber drin. Hab sein Ding zerstört. Upgrade in progress.
Aber keine Angst, wenn du ein Tech-Upgrade machst, wird das automatisch repariert alles. Kannst auch froh sein. Weil wenn du Tech-Stufe 5 bist, hast du verkackt. Der Generator. Ne, der nach einer Zeit kann man den dann wieder bauen. Aber es dauert. Ob man überhaupt den Todesschirm bauen kann? Nein, kann man nicht. Oh, ja, aber die Schlacht sofort zu Ende. Man kann doch nicht mehr Executor. Kann ich Executor? Der Executor kann sie auch nicht. Aber von allgemein den Helden ist von der von Imperium und der stärkste Boba Fett. Oh, nein, ich kenne noch einen stärkeren. Wen denn? Och, den benutze ich als Geheimwaffe, wenn alles zu Ende ist. Blauen? Hä? Blauen. Blautyp da. Nein. Also das wissen wir, das ist automatisch, weil wenn du nein sagst, heißt es ja schon ja. Nein, den auch nicht. Der ist aber, wenn du den gut spielst, ist er nur gut, aber gegen die Schiffe von mir hat er keine Chance. Ich zerstöre seinen Schildgenerator und seine Plasma, seinen Torpedowerfer und dann hat er nur noch seine Kanonen, das war's. Ach, vorn. Die ja, vorn, Alter. Und die Rebellen haben die schlechtesten Kreuzer, die ich je gesehen habe. Die haben, wenn die Schilde zerstört sind, hat das Schiff nichts mehr. Es hat keinen starken Kanon oder so. Die normalen Mon Calamari Kreuzer haben keinen Schildgenerator. Ja, die haben alle keinen Schildgenerator. Die haben nur halt diesen extra Schildboost, mehr nicht. Die haben keine Waffenstärke, gar nichts. Es wäre vielleicht keine Tarnung oder so. Ja, bei mir ist es zum Beispiel, die haben die Selbstzerstörung. Und haben halt die super Plasmawaffe da und alles. Und Tarnung. Ja, Tarnung, so, Selbstzerstörung. Cybersen und diese komischen Dinge. Kennst du das Gefühl, oder, du kannst gerade nichts machen? Oder Schild abziehen. Ey, deswegen mag ich auch Alderaan mehr, weil da hat man, wenn man zu zweit spielt, 4 Minen statt nur 2 Minen. Ja, aber da haben die Rebellen dann auch einen großen Vorteil, wenn sie mehrere Minen haben. Wenn sie wenig Minen haben, haben sie gar keinen Vorteil mehr. Ja. Weil die Schiffe sind scheiße teuer und können auch nichts. Geile. Vielleicht hast du ein Schiff, das was kann. Ja, du hast gerade die Sternzerstörer gesehen. Also die Sternzerstörer-Killer. Ja, die Dinger sind krass. Vor allem die kann man schon ab Stufe 3 oder 4 bauen. Ja, aber guck mal, die Dinger, wo ich davor hatte und damit das eine Schiff, was du in die Mitte geschickt hast, gemacht hast, die ja, Schiffe scheiße so auf Schilde. Wenn ich den Antrieb von dem Ding zerstöre, hat es kaum was zu machen mehr. Oder besser gesagt, die Torpedo-Waffen. Mit Torpedos kann das Schiff nichts mehr. Ja. Ist auch wieder so, wenn eine Waffe weg ist, hat es komplett verkackt. Bei mir ist es immer, muss man zwei Waffen ausschalten. Wenn die ausgeschaltet ist, kann ich das Schiff einfach in Selbstmord schicken. Ja, oder für sich, wenn es nicht mehr viel hat und du einfach neue Einheitenplätze brauchst, das ist der Vorteil im Konsortium. Ja. Und wenn du die Superwaffe zum Beispiel zerstörst, habe ich immer noch den Energierauber. Der einfach den Schild noch wegraubt. Aber das ist eine Spezialwaffe. Ja. Aber das ist von dem fetten Ding. Das Wug-Geschwader. Es ist stark gegen TIE Fighter, TIE Bomber und den Todesstern. Weil es den hier auch gibt. Ja, aber das Wug-Geschwader hat auch keine Chance gegen Boba Fett. Ja. Boba Fett schaltet jede Jägerstaffel aus. Oh, der braucht halt nur sein Ding, Bombe und das Maß. Wer denkst du würde gewinnen? Hier bei Empire Tour? Boba Fett oder Han Solo und Chewbacca? Han Solo und Chewbacca. Jetzt. Weil die haben die Unverwundbarkeit. Ja. Die geht glaube ich 10 Sekunden oder so. 10 Sekunden, dann braucht es 3-4 Minuten zum Aufladen wieder und dann geht's wieder weiter. Ne, 5 Minuten braucht. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Was denn? Und doch nicht. Und welche Textstufe seid ihr so? 5. Seit wie lange? Seid gleich. 2 Minuten. Okay. Also 2-3 Minuten. Kommt da schon wieder ein Friedensschiff vorbei? Friedensschiff. Das Ding. Und diesmal Tarnmodus? Nein. Doch. Nein.
Doch, du bist im Turn-Modus, ey! Was sind das hier für Friedensschiffe, die hier immer vorbei... Er kommt einfach mit gar nichts mehr bei mir in der Basis an, Alter. Ja gut, jetzt kann ich schon mal meine großen Schiffe bauen, die für 5300. Ich glaube, ich habe sogar die teuersten. Wie, deine großen Schiffe kosten wie viel? 5300. Der Helm kostet 5800. Ja moin, meine kosten einfach nur 5000. Ja, ich habe die teuersten dafür. Ja, ich habe die billigsten Schiffe, die nichts können. Ja, das ist das Geilste, aber in der, wenn die mehrfach sind, das heißt, wenn ich nur einen von den normalen Kreuzern habe, die ich habe, und du zwei von deinen Mon Calamari Schiffen, hat meine sogar eine höhere Chance als deine zwei. Das ist traurig. Weil beim Imperium ist so, ein Sternzerstörer könnte von deinen Schiffen 8 oder so zerstören. Würde halt kaum was abbekommen. Was? Der Große oder der Kleine? Der große. Sternzerstörer. Soll ich vorbeikommen? 5000 oder so. Soll ich vorbeikommen? Ja, lieber nicht. Ich hab nichts dagegen, ich hab ne gute Abwehr schon bald. Und pumpt ihr schon Upgrades oder noch nicht? Ich hab schon alle fertig. Ja, Upgrades auch noch. Digga, die kosten noch übelst viel. Ja, ich weiß, ich hab schon fertig. Warte kurz, wer besitzt die Sendeanlage in der Mitte noch? Gif. Also André. Ja, das ist gut. Bin weg, Alter. Wo sind denn deine ganzen Jäger? Ich hab doch voll viele Jägerstaffeln von dir mal gesehen. Wo sind die? Ja, Erkundungsflüge. Aha, Erkundung. Ja, genau neben deiner Basis sind 50.000 davon. Ernsthaft? Ja, überhalb, also über deine Basis. Ey, verrat nix. Ja, ich verrat auch nix. Ja, doch nicht. Aber schön zu wissen, danke. Mhm, über deine Basis sind 50.000 Schiffe davon. Also ich würde aufpassen. Wisst ihr, was lustig ist bei der Map? Oder an für sich bei... drei Spielern, der zuerst angreift, ist immer der Gearschte. Deswegen greife ich auch nicht an. Warum? Ja, weil dann der andere von der anderen Ecke angreift. Ja. Also wird es noch lange dauern. Ah, deshalb warte ich auch. Aber... Schön Werbung schalten. Aber indem wir warten, desto mehr große Sternzerstörer kann ich holen. Schon mal daran wieder? So lange warten. Ja, aber das kann ja jeder. Nein, nicht jeder kann zu Sternzerstörer holen. Der eine muss leider 300 Jäger, mehr mal, aus. Ich weiß nicht, wo genau die Jägerstaffeln sind. Ich flieg mit meiner kleinen Staffel da rum. Ich finde da nichts. Ne, er hat dich verarscht. Nordwestlich von deiner Basis ein wenig. Also. Das heißt rechts oder links? Weißt du nicht, wo Westen ist? Nein. What the fuck, wo sind die Schiffe? Ich sehe da nichts. Das sind auch keine. Na gut, die fliegen gerade nach oben zu deiner rechten Mine hin. Ey, wieso spoilerst du alles? Keine Ahnung. Aber warum greifen mich da wieder die... Sie verarschen? Und warum fliegen die da... Schöne Erkundungsflüge, die du immer hier machst, Daniel. Stealth Mode activated. Weapons armed. Das ist sehr schön, dass du mich da gerade da oben beim Satellit eingreifst. Das Belastendste ist, ich muss mir sogar Jäger noch bauen, weil meine Schiffe keine haben. Für mich ist gerade das Belastendste, dass mich hier irgendwie jemand eingreift gerade. Das ist Daniel. Du siehst das doch mit deinem Sensorsatelliten. Ja, der greift mich auch. Alter, jetzt lockt er auch noch meine Schiffe noch zu ihnen hin. Ich weiß, das ist halt so dumm, du folgst dir sogar. Das ist traurig.
Also irgendwie habe ich Bock, Daniel jetzt anzugreifen. Keine Ahnung warum. Ey, Oscar. Ja. Hast du irgendwas dagegen? Nö. Und ich verspreche dir, dass ich dich nicht angreife. Wirklich? Danke. Danke, danke, danke. So, dann werde ich jetzt alle meine Schiffe, die ich übrig habe, jetzt opfern und da hinten hinschicken. Lüge! Ja, hier ist nichts, hier ist nichts von irgendwie Schwader von dir. Ich werde jetzt alle meine Schiffe opfern und zu Daniel hinschicken. Das ist Daniel? Traurig. Daniel? Gehört? Ich werde jetzt alle meine Schiffe opfern und zu dir hinschicken. Ja, bitte. Confirm. Ja, ich sehe dies gerade, ein Helden, Alter. Oh. Oder? Oh nein, ich greife dein Wookie an. Ey, und noch ein Mensch. Ah ja, schon mal. Vielleicht sollst du deine eigene Basis erstmal schützen. Was ist los? Was soll ich schützen? Meine Basis. Oh, danke für die Idee. Geil, dass du die Schilde da reinschickst, Alter. Die schon schönste. Oh. Oh, guck mal, der eine hat gar kein Schild mehr. Nein. Seine PO-Dinger hierher, Alter. Ich hab einen schönen Helden hier. Der macht dich weg, Alter. Weil der hat eine Superplasma-Kanone. Was ist den Helden, der gleich tot ist? Was? Der? Gleich tot? Oh, ups. Also den Helden, der gleich von Pete getötet wird? Nee, Captain Pete. Wie heißt er? Ja, Pete. Captain Pete, ich sehe gar keinen. Hier nur zerstörte Brückelteile. Bist, Imperium, ich würde dann mal ein bisschen weggehen. Warum? Ich glaube, jetzt ein Scheiß. Alter. Ich siehst du es. Das ist unfair. Ihr dürft mich nicht zu zweit angreifen. Greift nur noch ihn an. Für den Captain. Was? Für Captain America. Für, nicht für den Berater, aber für Captain America, man. Nein, mein armer Held. Nein. Für Captain America, man. Ja, tötet einfach diese scheiß B-Wings, kein Scheiß. Mach die einfach weg. Die sind fast so stark wie Ark 170. Ja, die sind noch stärker, glaube ich. Ich mag die. Alter, der macht immer mehr Sternzerstörer, die auch immer mehr kaputt gehen. Also ich habe jetzt glaube ich schon 4 oder 5 Stück ganzer Sterne von denen. Und ich glaube ich hab 3 Schiffe erst verloren. Schön zu wissen, dass mein Held gleich kaputt ist. Durch Selbstmord oder durch Selbstmord? Ja. Ich hab allgemein, der hat noch keinen zerstört. Captain Pete? Ich überlasse ihm das, ihn die ganze Geschichte. Ja? Herr Pete hat nur eine Kanone. Ja, also. Also fast alle Schiffe, die du bei mir hast, haben kein Schild und haben noch 3 bis 4 Kanonen. Aber halt noch immer noch durch, also. Ja. Alter, Pete hat 12% Antrieb und 17% Turbolaser. 14, 13, 10, 9. Aber was ich mich frage, wie kann ein Schiff nur noch mit Energie fliegen? Also, oh. Pete ist tot. Und du hast gerade deine Spezialwaffe voll gewastet. Ich krieg die mal wieder, die kostet nichts. Ja, ich weiß, aber trotzdem dauert es ein bisschen. Alter, wie kannst du so viel Geld haben, André? Könntest du aufhören, mich anzugreifen, vielleicht ihn angreifen? Was glaubst du wohl, wie lange die Schiffe brauchen zum Bauen?
Also während die Schiffe zerstört werden, kann ich in der Zeit Neues produzieren in der Zeit, also. Das geht ja, gar nicht, Alter. Das ist ein asoziales Game, weil er schafft dich meine Schilde von dem Ding auszuschalten. Du schickst die Runde B-Wings hier rüber und machst einfach die Schilde weg, dass er einen riesen Vorteil hat. Es geht gar nicht, das ist asozial. Ich bin gleich raus, Alter. Na okay, dann greife ich ihn jetzt an. Ja, asozial kann man sein, Alter. Die Rebellen sind gegen das Imperium, nicht für das Imperium, Alter. Scheiße, hat er auch wieder recht. Warum sollte die Rebellen den Imperium helfen, am Ende die Rebellen, wenn es am Ende die Rebellen gewinnen auch noch? Ich mache eigenes Kanon. Halt dein Maul mit deinem eigenen Kanon, ich zeig dir mein eigenes Kanon. Oh, ehrlich? Danke. Ja, hier ist mein eigenes Kanon, Alter. Alter, da hat er sein ganzes Geschwader hingepackt. Genau bei mir um die Ecke. Leg deine Schiffe weg, meine sind gleich so zerstört. Meine Basis ist gleich kaputt. Voll geil. Ah, wen kann ich denn opfern? Und wer ist denn zu schlecht für die Schlacht da drüben? Keine Ahnung. Ey, ihr fucking B-Wings, ihr sollt doch mal angreifen und nicht wegen zwei Schützen verrecken. Verrecken nicht wegen den Geschützen. Ich hätte vielleicht eine Fregatte hinzuschicken. I'm ready. Nur weil ich am besten spiele, schaltet ihr mich zuerst aus. Voll gemein. Das ist stark verallgemeinert. Genau, Alter. Weil ich einfach jetzt noch keine. Alter, sein scheiß Schild hat 1%. Ich hab keine B-Wings mehr. Genau. Okay, meine Herren. Aber ich glaube, du kannst mal mit deinen letzten Schiffen mitkämpfen, wenn deine Raumstation zerstört ist. Ja. Ich habe halt nur noch eine Kanone. Das ist so traurig. Aber du hast doch noch voll viele Schiffe. Darf ich mich echt fragen, wie kann eine Basis durch eine Kanone noch instand bleiben? Ja, das sind ja nur die Geschützdinger. Ich meine, die Basis ist ja nicht komplett zerstört. Ja, dass dadurch die Basis auseinanderfällt, wenn die Kanone da zerstört wird. Nee, dann ist sie halt sozusagen, also ich denke mir, so, dann ist sie sozusagen schutzlos und dann kann die ja einfach mit ein paar Schüsseln zerstört werden. Hätte ich davor doch auch noch machen können. Oder nicht? Ob das Imperium sieht oder nicht? Überlebt eh nicht sehr lange, also. Hör doch auf, die Störer zu mir zu schicken! Geil, meine Basis ist weg, Alter. Der war am besten von euch, kein Scheiß. Weil ich mit einer Kanone ausknapp. Mit dieser einen Kanone werde ich auch noch scheiß drei Sternzerstörer zerstören. Meinen letzten Jäger. Ja, wo ist denn dein Schild? Ach, du hast gar kein Schild mehr. Ja, ich hab den am Anfang zerstört. Er hat ihn wo, wer von euch denn das hier denn? Hab ich ja ganz vergessen. Ja, endlich! Greif ihn an, Alter! Zerstör ihn! Rebellion soll wenigstens gewinnen. Scheiß Imperium. Unfair spielen, Alter, dann noch. Wie ich das jetzt schaffe, mit meinen Landjägern noch zwei, die beide Sternzerstörer zu zerstören, ist es echt schwach.
Oh ja, oh sexy Leben. Warum sage ich sexy Leben, was? Jetzt kommen die Sternzerstörer-Killer. Oh mein Gott, jetzt kommen die Sternzerstörer-Killer. Jetzt habe ich Angst, Hilfe! Ja, die Dinger sind echt krass. Geil ist, ich krieg noch Geld. Haben mehr Torpedos für B-Wings. Guck dir die mal an. Bist du dir ziemlich sicher, dass du jetzt meine beiden Schiffe jetzt zerstören willst? Du weißt schon, ich kann dann wieder zwei neue holen. Die heile sind. Ich schick auch meine restlichen Jäger woanders hin. Oh, danke. Danke, dass du mir deine Pläne von Augen hältst. Oh ne, die Schiffe sind ja eigentlich heile, hä? Wo wurde denn jetzt ein Schiff denn jetzt zerstört? Also hier. Wir wurden zerstört, Pete, oder? Wir können fast gar nichts, Alter. Was willst du? Die haben noch gar... Ja, fast gar nichts. Kein Schildgenerator und noch Kanonen. Mit den Sternzerstörern schaffst du nicht mal die zu zerstören. Weil die Basis wird davor die zerstören. Glaub, Alter, ich alleine habe keine Ahnung, wie viele Sterne zerstört. Ich habe nicht mal ein Schiff verloren, den Sterne zerstört. Wenn dann Selbstmord. Ja, weil du dich ja ganz schön überlegt hast, ja, mach ich jetzt mal Selbstmord, einfach so. Ja, weil ich die Schiffe nicht mehr gebrauchen konnte, du hast die Superwaffe zerstört. Aber du meinst, du hast ja keine Schiffe mehr, oder? Ich hab auch keine mehr. Na, sehr gut, also dann ja. Ein paar kleine noch. Also 5 Jägerstaffeln und einmal. Lach dann. Oh. Oh, womit kommt der denn um die Ecke? Oh, wie süß. Oh, ist einfach nur süß, womit der um die Ecke kommt. Was? Nix. Also ich will mal nicht sagen, dass dein Dings jetzt zwei Sternzerstörer wechselt. Was? Und deine Basis ist echt gleich weg. Naja, das ist die super Idee, Alter. Ich könnte jetzt herkommen, seine Basis zerstören. Was meine? Nein, seine. Ja, seine ist jetzt eh kaputt. Ja, die Torpedos. Was? Nein! Ich hätte doch Schiffe noch gehabt! Ja, aber wir haben Basis zerstören und nicht Gegner zerstören. Scheiße! Guck mal, ich habe von ihm 9 Sternzerstörer zerstört. Tja, sieht eigentlich schön aus, also. 9 Sternzerstörer. Was ich allein mit gegen euch, was ich allein von euch zerstört habe. Alter, du hast fast nichts von mir zerstört. Von mir glaube ich auch nicht. Ne? Ja, du hast. Ist deine Aufnahme noch am Laufen? Ja. Sollen wir noch mal eine Runde spielen? Vielleicht Boden oder so? Ja, lass Boden, okay. Dann los, Boden. Boden wird echt scheiße. Nee, wird gut. Wer ist dieser Mars, der da unten ist? Bei uns ist dann, es gibt eine Map mit 3 Dingern. Da. Ja, da. Da gab's einen, ja. Muss ich wieder Rebellen spielen? Ja, ich bin Imperium wieder, was? Ich will blau! Sehr gut. Na gut, Leute, eine Doppelfolge. Nee, das wird alles zusammengeschnitten, was? Was? Ja, alles. Ach nee. Ich hab dich die ganze Zeit jetzt angeschrieben. Kannst du ja nicht sagen, so, dann machen wir jetzt einen Cut. Dann geht's nächste Folge weiter.
Ach ja. Ciao, liebe Leute, willkommen. Okay, wir sehen uns bei der nächsten Folge, die nach einer halben Stunde hochgeladen wird.